Hallo Menschen, wir sind hier gerade auf dem Jugendhackt Rhein-Neckar 2021. Es sind hier gerade ganz viele Teilnehmer dabei, ihre Projekte von diesem Wochenende auszuklamüsern, ihre Vorträge vorzubereiten und vielleicht werden morgen sogar ein paar davon präsentiert. Diese Präsentationen werden alle auf dieser Bühne stattfinden und damit wir die für die Nachwelt aufzeichnen können, brauchen wir natürlich auch die ganze gesprochene Sprache davon. Gesprochene Sprache geht auf Bühnen normalerweise durch Mikrofone durch. Ich halte hier so eins dieser Mikrofone in der Hand und möchte mit diesem Lightning Talk ein wenig erklären, wie dieser Magic Talking Stick eigentlich funktioniert und wie dieses Mikrofon richtig verwendet wird. Genau, etwas zum Hintergrund. Ein Mikrofon funktioniert mit Physik. Wer hat in der Schule Physik und da vielleicht schon mal ein bisschen was aufgepasst und mal was von einer Spule und einem Magneten gehört? Ich sehe einen Arm. Da sehe ich noch einen Arm. Da wackelt wer mit dem Kopf. Okay, also ein Mikrofon besteht aus einer Membran, einer Spule und einem Magneten. Das ist ein sogenanntes dynamisches Mikrofon. Die gesprochene Sprache hier auf diesem Bild mit ein paar Schallwellen gezeigt, bringt die Membran ins Schwingen und an dieser schwingenden Membran hängt ein Magnet dran. Dieser Magnet ist in einer Spule drin, ein sogenanntes Tauchspulenmikrofon, auch genannt dynamisches Mikrofon. Bewegt sich ein Magnet durch eine Spule durch, wird in dieser Spule Spannung und Strom induziert. Spannung und Strom sind dann das Signal, was von den Lautsprechern verstärkt und von den Kameras aufgezeichnet wird. Soweit zum Hintergrund. Das, was ich jetzt gerade gezeigt hatte, war der schematische Aufbau. Hier ist jetzt auf dem Bild der echte Aufbau in Hardware, wie so ein Mikrofon von innen aussieht. Ganz links auf dem Bild ist der Grill. Ich habe hier mal noch ein zweites Mikrofon mitgebracht als Beispiel. Der Grill ist diese silberne Kugel obendrauf. Da wird normalerweise reingeredet, direkt hinter der Kugel. Ich schraube das Mikrofon auf. Genau deshalb habe ich mein eigenes Mikrofon mitgebracht, weil die Haustechnik würde mir wahrscheinlich den Kopf abreißen, wenn ich jetzt hier an diesem Mikrofon rumschraube, in das ich gerade reinrede. So sieht das Mikrofon ohne den Grill vorne dran aus. Da ist direkt die Kapsel dahinter. Die Kapsel hat vorne ein Stückchen Schaumstoff und hintenrum einen offenen Ring aus einem dünneren, gelochten Metall. Innerhalb von dieser schwarzen Kapsel ist dann die Membran und der Magnet. Weiter hinten ist noch ein Griffstück und dann irgendwann, wo das Kabel eingesteckt wird. Was es mit diesem gelochten Ring hinten an der Kapsel auf sich hat, da komme ich später noch dazu. So, Mikrofone, die auf Bühnen verwendet werden, sind gerichtet. Es gibt eine Richtung, da ist das Mikrofon empfindlich und es gibt eine Richtung, da ist das Mikrofon nicht empfindlich. Normalerweise innerhalb von der Achse, von der Kapsel, ein Handstück weg nach hinten, ist das Mikrofon nicht empfindlich. Auf Rockbühnen sieht man oft so große Lautsprecher auf der Bühne vor der Sängerin, vor dem Sänger liegen. Das sind große Lautsprecher, die sind laut. Der Schall, der von da zurückkommt, soll vom Mikrofon nicht aufgenommen werden. Aber in die Richtung, wo jetzt hier gerade mein Kopf ist, wo ich reinrede, da ist das Mikrofon deutlich empfindlicher. Worauf ich hinaus will, wenn ich von der Seite in das Mikrofon reinrede, funktioniert es nicht. Also hier vorne geradeaus schön in die Verlängerung von der Achse vom Mikrofon reinreden, dann funktioniert es am besten. Da ist das Mikrofon am empfindlichsten. So. Der Abstand, in der das Mikrofon vom Mund gehalten wird, spielt eine sehr große Rolle.
Ein gut verwendbares Signal kommt aus diesem Mikrofon vor allem dann raus, wenn es möglichst nah an der Quelle vom Schall ist, also von meinem Mund. Ich verwende das Mikrofon jetzt hier ungefähr so eine Daumenlänge von meinem Mund, irgendwas kleiner, 15 cm. Da kommt ein gutes, lautes Signal beim Mikrofon an. Da ist möglichst wenig von dem Hall aus dem Raum, da ist möglichst wenig von diesen tickenden Winkelkatzen oder was auch immer mit dabei. Ein Stück weiter weg kommt immer noch ein Signal raus. Ich rede weiterhin direkt in dieses Mikrofon rein, aber es klingt schon ein wenig dünner. Manche sagen, dass es natürlicher ist, je näher ich rangehe, desto mehr Tiefen sind mit dem Signal drin. So, kommen wir dazu, wie dieses Mikrofon nicht verwendet werden sollte. Ich habe das Mikrofon auf Bauchhöhe. Ihr hört jetzt wahrscheinlich in diesem Saal gerade nichts mehr laut. Ich hatte das Mikrofon gerade auf Bauchhöhe, habe gesagt, im Saal ist es nicht mehr laut. Je weiter weg das Mikrofon ist, desto weniger Schall kann es aufnehmen, desto weiter muss die Verstärkung am Mischpult aufgedreht werden, desto mehr Umgebungsgeräusche kommen auch mit rein, wenn versucht wird, noch ein benutzbares Signal zu erhalten. So. Wenn ich das Mikrofon als Zeigestock verwende, ist ein Meter weiter von mir weg und nimmt gar nichts mehr auf. Würde jetzt am Mischpult die Verstärkung so weit aufgedreht werden, dass aus diesem Mikrofon das Signal noch irgendwie verwendbar ist, dann ist es so kurz vorm Rückkoppeln, dass es hier im Saal fast direkt zum Pfeifen anfängt, sobald ich irgendeinen Zischlaut, irgendein S oder sowas sage. Das wollen wir überhaupt nicht haben. Nennt sich auch Rückkopplung, genau. So, soweit zur Theorie. Ich habe es bewusst, dieses Beispiel, das ist ein Screenshot aus der Tagesschau von gestern. Die ganzen ReporterInnen, die ihre Aufsage in der Tagesschau sagen, haben das Mikrofon immer auf Bauchhöhe. Diese Menschen stehen an ruhigen, stillen Orten, oftmals in einem Studio mit einem Greenscreen. Da ist es super still. Die können den Gain am Mikrofon aufdrehen, dass das auch auf Bauchhöhe noch funktioniert. Aber die haben auch andere Mikrofone als das, was ich hier gerade in der Hand habe. Deren Mikrofone funktionieren anders, die sind empfindlicher und die Umgebung ist darauf abgestimmt. Wir sind hier in einem lauten Saal auf einer lauten Bühne. Da kann nicht so viel Verstärkung verwendet werden, wie die ReporterInnen im Fernsehen in ihren Aufsagen verwenden, wenn sie das Mikrofon irgendwo auf Brust- oder Bauchhöhe vor sich halten. Ein weiteres, eher schlechtes Beispiel, woran sich manche orientieren, wenn sie auf Bühnen reden, da ist doch gar kein Mikrofon. Es reicht doch, wenn das Mikrofon irgendwo ist und es funktioniert trotzdem. Nein, falsch gedacht. In diesem Studio der Tagesschau ist es mucksmäuschenstill. Da wäre selbst das Ticken von den Winkelkatzen hier vorne zu laut. Also es ist mucksmäuschenstill. Die haben ein winzig kleines Mikrofon an ihr Jackett gepinnt und die haben irgendwo im Tisch vor sich gerichtete Mikrofone verbaut. Die haben nicht irgendwie gar kein. So ähnlich wie hier Mikrofone verbaut sind im Rednerpult, ist es bei denen irgendwo im Tisch vor denen. Die sind in die passende Richtung ausgerichtet. In einem mucksmäuschenstillen Studio. Da funktioniert es, dass das Mikrofon irgendwo ist, weil es halt mucksmäuschenstill ist, weil es keinen Hall gibt. Ein Mikrofon hier in diesem Saal, irgendwo neben mir, funktioniert einfach nicht. Da setzt uns die Physik Grenzen. Ein weiterer Screenshot von der Tagesschau von gestern. Hier verwendet wird das Mikrofon genau richtig. Es ist irgendwie so. Hier ist es eine Daumenbreit vom Mund weg. Die Dame spricht sehr laut, die hält das Mikrofon gut in der Hand. So sollte es aussehen, wenn ein Mikrofon auf einer Bühne verwendet wird. Ich habe schon ein paar Don'ts erwähnt, jetzt hier nochmal in Zusammenfassung. Verwende das Mikrofon nicht als Zeigestock. Es gibt Dinge,
Laserpointer, echte Zeigestöcke, die viel, viel besser geeignet sind, um Sachen auf der Leinwand zu zeigen, als dieses Mikrofon, was jetzt hier gerade auf ausgestreckten Arm irgendwo in den Saal halten. Genau. Das Mikrofon ist kein Rasierapparat. Das Mikrofon irgendwo hier unten am Kinn funktioniert nicht. Das Mikrofon will vor dem Mund sein und nicht unter dem Kinn. Die Kapsel darf nicht verdeckt werden. Ich hatte vorher hier an meinem Anschauungsmikrofon gesagt, dass hier hintenrum außenrum Löcher sind. Diese Löcher braucht das Mikrofon für die Richtwirkung. Wenn ich dieses Mikrofon jetzt hier mal nehme und hinten verdecke, dann ist es vielleicht ein bisschen hörbar im Saal, dass es kurz vor der Rückkopplung ist. Ich mache jetzt hier gerade bewusst die Richtwirkung von diesem Mikrofon kaputt. Nicht machen. Das Mikrofon weiter hinten halten. Und ich glaube, keine von den Anwesenden hier im Saal ist Bauchrednerin. Das Mikrofon auf Bauchhöhe gehalten funktioniert nicht. Das Mikrofon auf Bauchhöhe gehalten funktioniert nicht. Genau. Zu den Do's. Eine Handbreit bis Daumenbreit vor Mund. Bitte nicht aufessen, da funktioniert es am besten. Spreche direkt in das Mikrofon, spreche nicht an diesem Mikrofon vorbei. Wenn du dich auf der Bühne bewegst und umdrehst, muss das Mikrofon mitkommen. Nicht das Mikrofon irgendwie hier hinhalten und dann zur Leinwand hochreden. Das funktioniert nicht. Das Mikrofon kann nur aufnehmen, was auch die Kapsel, was auch die Membran und den Magneten in Schwingung versetzt. Also es muss schon laut gesprochen werden, dass dieses Mikrofon auch Sprache aufnehmen kann. Laut, klar und deutlich sprechen. Das Mikrofon ist kein magisches Gerät, was irgendwas super Leises immer noch verwertbar macht. So, Fragen. Oder sind alle Klarheiten beseitigt? Ich sehe keine Regung im Saal. Dann danke ich für die Aufmerksamkeit. Vielleicht werden ja nachher, morgen während den Präsentationen dann gute Tonbeiträge bei rauskommen. Danke.